Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Delegierte, mein Name ist Philipp Murmann und ich bewerbe mich bei Ihnen heute um das Amt des Bundesschatzmeisters, das ich erstmals 2014 übernehmen durfte. Damals haben Sie mir Ihr Vertrauen gegeben und auch heute bitte ich Sie wieder um Ihre Stimme. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Jahrgang 1964 in Kiel geboren, also ein echtes Nordlicht. Bin verheiratet, wir haben 4 Kinder. Seit 2001 bin ich geschäftsführender Gesellschafter eines mittelständischen Familienunternehmens mit 350 Mitarbeitern. Wir sind so ein klassischer deutscher Mittelständler, haben eine große eigene Entwicklung, haben auch eine hohe Wertschöpfung hier in Deutschland, aber exportieren in die ganze Welt. Von 2009 bis 2017 war ich Mitglied des Deutschen Bundestages und da auch immer in der Rolle Unternehmer in der Politik, die ich auch immer für wichtig halte. Als Schatzmeister fühle ich mich natürlich ganz besonders einem soliden Haushalt verpflichtet, damit die CDU als Partei immer kampagnenfähig ist und werbe immer dafür, dass jede Spende für eine demokratische Partei auch eine Spende für die Demokratie ist. In diesem Sinne würde ich gerne für die CDU weiterarbeiten, bitte Sie um Ihre Stimme und danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.